Das kleine Dorf Reuten in der Gemeinde Felixsee in der Niederlausitz, ganz im Südosten Brandenburgs. So unscheinbar es auf den ersten Blick anmutet, findet sich hier doch eine mittelalterliche Klosterruine und ein Schlosspark, beachtlich für ein solch kleines Dorf. Der geht in den typischen Lausitzer Kiefernwald über, im Muskauer Faltenbogen gekennzeichnet durch eine Hügellandschaft und aufgrund früherer Bergbautätigkeit durch hunderte kleinerer und größerer malerischer Seen. Nichts Spektakuläres, sollte man meinen. Am Ende dieses Parks steht man plötzlich vor einem großen Steinhaufen. An den Trümmern erkennt man, dass hier mal ein Gebäude gestanden haben muss, das so überhaupt nicht hierher passt. Ein imposantes Mausoleum mitten im Lausitzer Kiefernwald? Tatsächlich. Erbaut wurde es in den Jahren 1883 bis 87 im Auftrag des ehemaligen Reutener Rittergutbesitzers Hermann Killisch von Horn. Eigentlich war es als Toten- und Trauerhalle gedacht, wurde dafür wohl aber nie genutzt. Den Zweiten Weltkrieg überstand es, wurde aber danach nicht mehr instand gehalten und schließlich in den 1970er Jahren gesprengt. Noch heute kann man sich davon überzeugen, welche Ausmaße dieses für seinen Standort imposante Bauwerk hatte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, denn wir sind bestimmt bald wieder unterwegs.